Nvidia-Grafikkarten sind bald nichts mehr für Geringverdiener. Die neue CPU von AMD wird wohl scheinbar ein richtiges Biest. Star Wars Episode 10, die Console Wars gehen weiter. Und Microsoft an allen Fronten vorne. Was zur Hölle ist da los? Ich bin im Vor. Das sind die News. Und Goethe kann mich mal am Arsch lecken. Boom! Vor ein paar Wochen habe ich euch AMDs neues CPU-Flaggschiff vorgestellt, den Ryzen 7 5800 3DX, und nun sind erste Benchmarks online und die sehen vielversprechend aus. So zeigt die spanische Seite xangxogaming.com, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, Resultate des beliebten Benchmark-Games Shadow of the Tomb Raider. Wie ihr wisst, verwende selbst ich für GPU-Benchmarks noch das Game, da es einfach wunderbar skaliert. Und so erreicht laut der Webseite AMDs Flaggschiff samt 3080 Ti satte 231 FPS gegen Intels i9-12900KS mit RTX 3090 Ti nur 190 FPS. Das Interessante dabei ist, dass beim AMD-Benchmark die CPU mit einer eindeutig schwächeren GPU DDR4 statt 5 und einer höheren Auflösung 720p zurechtkommen musste. Trotz all dieser Erschwernisse rechnet AMDs System 21,6% mehr FPS als das Intel-Gegenstück. Was wir jedoch nicht vergessen dürfen, ist, dass so manch Hardware in gewissen Games einfach viel besser performt und dass ein einziger Benchmark noch keine finale Aussage über die Leistung gewisser Hardware hat. Ich finde es jedoch trotzdem interessant, mit was für einem Abstand hier AMDs CPU das Rennen gewinnt. Was haltet ihr davon? Ist AMD auf dem richtigen Weg? Und vor allem würde mich interessieren, was für eine CPU verwendet ihr denn gerade, beziehungsweise habt ihr gerade in eurem System? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Nix für Geringverdiener. Ich finde das Wort einfach so geil. Viele Spekulationen und Leaks behaupten, dass die Nvidia 4000er Serie wohl der größte Generationssprung bei Nvidia überhaupt sein wird. Doch zu welchem Preis? Und das meine ich im wortwörtlichen Sinne als auch im übertragenen Sinne. So wird das Topmodell, voraussichtlich RTX 3090, wohl nicht nur an sich sündhaft teuer sein, sondern auch durch die Steckdose an eurer Brieftasche nagen. Laut Igor's Lab soll die Karte auf eine TDP von 600 Watt kommen. Verantwortlich dafür soll eine größere Platine und eine erhöhte Spannungsversorgung sein, welche benötigt wird, um die Karte schneller takten zu können. Nachdem aktuelle High-End-Karten wie 3080 und darüber schon echte 4K-Karten sind, gehe ich mal davon aus, dass Nvidia sich mit Lovelace den 8K-Stempel auf die Stirn meißeln will. Passend dazu übrigens eine Frage an euch: Was für Auflösung hat euer Monitor, bzw. in was für einer Auflösung spielt ihr denn eure Lieblingstitel? Unten in die Kommentare. Am 6. April war es übrigens soweit und Intel knallt mit dem i9-12900KS 300 Euro mehr und 300 MHz mehr Leistung rein. Es sollte jedoch klar sein, dass sich diese CPU rein an Enthusiasten und Overclocker richtet, denn für 300 MHz mehr Leistung, beziehungsweise also reelle Leistung 3-5%, gleich mal 300 Euro mehr zu verlangen, ist in meinen Augen völlig übertrieben. Doch Abnehmer werden sich selbstverständlich finden und das weiß auch Intel. Wie und ob sich diese hohen Preise halten können, wird das nächste Monat zeigen, und zwar spätestens dann, wenn AMD mit Ryzen 7 5800X3D auf den Markt kommt. Mit voraussichtlich 450 Euro ist er nicht nur doppelt so günstig wie Intels aktuelles Flaggschiff, sondern günstiger als alle aktuellen Intel i9 Modelle. Eines noch kurz, und zwar zu Intels HEDT, also High-End Desktop Plattform, welche eigentlich mit dem Sockel 2066, also dem Sockel, den ich habe, auf Eis gelegt wurde. Denn ich als Content Creator und vor allem in der Produktion von solchen 4K Videos brauche eben nicht nur starke Kerne, sondern eben viele davon. Somit kommt für mich als Creator eben nur eine HEDT Plattform in Frage. Denn zum einen eben, wie gesagt, 4K-Videos bearbeiten und zum anderen sollen die Kerne jedoch doch so leistungsstark sein, dass sie kein Bottleneck für getestete Grafikkarten hier auf dem Kanal bilden. Und nachdem der Sockel 2066 eben ausgestorben ist, liebäugle ich tatsächlich seit einiger Zeit mit AMDs Threadripper. Und da kommt plötzlich Intels
Sapphire Rapids um die Ecke. Sapphire Rapids soll die neue HEDT oder High-End Desktop-Plattform sein, also eine Art Hybridsystem mit vielen Kernen wie Xeon Server-CPUs, doch leistungsstark wie Desktop-CPUs. Mit, haltet euch fest, bis zu 48 Kernen und 96 Threads. Ja, das wäre mal ein Update. Zurzeit existieren solche High-Core-Count-CPUs jedoch nur für Xeon-Server-Stationen und es bleibt nur eines die Frage, und zwar ob und vor allem wann sie für uns Gamer bzw. Consumer erhältlich sein werden. Und eines brauchen wir uns auch nicht einbilden, diese CPUs werden selbstverständlich sündhaft teuer werden. Zum damaligen Zeitpunkt, als meine CPU noch aktuell war, eine 9980 Extreme Edition, kostete das Teil schon mal über 1000 Euro. Ich habe die CPU Gott sei Dank gebraucht, getestet, günstig erhalten. Und vor allem noch an euch eine Frage gerichtet, wer von euch hat denn außer mir eine solche HEDT-Plattform zu Hause und wofür benutzt ihr sie? Kommen wir zu den Software-News und zwar zu meiner neuen Lieblingsrubrik Console Wars. Dass Japaner traditionsliebende Menschen sind, widerspiegelt sich in deren Traditionen, komischen Game-Shows, Mangas und vor allem ihren gekauften Konsolen. Denn Microsoft verkaufte in Japan zum Beispiel 2,4 Millionen Xboxes. In 20 Jahren. Japan allein ist zum Großteil dafür verantwortlich, warum die PlayStation so viel größere Absatzzahlen aufweist als die Xbox. Die Xbox 360, by the way, war im Land der aufgehenden Sonne mit 1,6 Millionen verkauften Exemplaren die bestverkaufte Xbox-Generation überhaupt. Wie in den vergangenen News bereits erwähnt, hat jedoch Microsoft mit dem Game Pass Ultimate einen unerreichten Trumpf in den Händen, was sich erstaunlicherweise 2022 schon in den Verkaufszahlen widerspiegelt. So nah war die Xbox seit der 360 nicht mehr an den Verkaufszahlen einer PlayStation. Bis Ende März verkaufte sich die Xbox Series X und S 13,7 Millionen Mal, die PlayStation 5 19 Millionen Mal. Im März dieses Jahres überholte die Xbox zum ersten Mal die PlayStation in Sachen Verkaufszahlen und zwar mit unglaublichen 1500 Exemplaren. Doch nochmal zum Genießen. Nichts schlägt die familienfreundliche, pilzgeladene Nintendo Switch mit 107 Millionen verkauften Exemplaren. Und nochmal zu Microsoft, denn der Microsoft Edge Internet Browser erfreut sich großer Beliebtheit. Er überholte schon Anfang 2021 den beliebten Browser Mozilla Firefox und jetzt im März 2022 auch noch Safari. Aber Google Chrome spielt einfach in einer anderen Liga. Ganze 9,65% nutzen eben Microsoft Edge, dicht gefolgt von Safari mit 9,57% und Google mit großem Abstand 67,26%. Jetzt, wo es scheinbar nicht mehr cringe ist, Edge zu verwenden, muss ich eines gestehen. Ich bin edgy. Aber welchen Browser verwendet ihr eigentlich? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und noch eins, die Unreal Engine 5 wurde released und diese gibt einen Vorgeschmack darauf, was für Grafikpracht uns in Zukunft auf PC und Konsole erwartet. Die bereits vorgestellte Grafikdemo Matrix Awakens hat uns mit ihrem Fotorealismus schon vor Monaten mit offenen Mündern dasitzen lassen. Und die neuesten Grafikdemos von Epic zeigen jetzt nochmal eindrucksvoll, was diese Monster Engine uns in der nächsten Zeit auf die Monitore zaubern wird. Das Interessante dabei ist wohl, dass die Engine in hohen Einstellungen auf den derzeitigen Konsolen läuft, weshalb wir wohl mit günstigeren PCs samt RTX 3060 oder 2080 auch auf dem PC auf unsere Kosten kommen. Kommen wir noch schnell zu den Gratis-Games der Woche. Wer sich übrigens für PlayStation und Xbox Gratis-Games interessiert, der schaut sich hier oben das letzte Video an, das wir Anfang des Monats gedreht haben. Doch diese Woche beschert uns der Epic Game Store Rogue Legacy, ein Castlevania-Sidescroller mit Dark Souls-Charakter, wo man seine Dynastie zu Ruhm und Reich und verdammt verhelfen muss. Zugreifen. Dazu gibt's noch den Grusel-Spaziergang-Simulator The Vanishing of Ethan Carter. Als Detektiv begeben wir uns auf die Suche nach einem verschwundenen Jungen, welcher auch Namensgeber des Titels ist. Auch wenn das Spiel schon 2014 erschienen ist, sieht es noch immer sehr gut aus. Ein spannender Psychothriller mit unerwarteten Plot-Twists. Das war's leider diese Woche schon mit den Gratis-Games. Ich weiß, wieder ein bisschen mau, aber
Es kommen auch noch bessere Zeiten auf uns zu. So, an alle nochmal kurz, ich muss an dieser Stelle leider abbrechen. Das bedeutet, diese Woche kein Top-Thema der Woche, beziehungsweise auch kein Spaß mit Fragen. Das hat einfach Gründe, ich habe einfach zu wenig Zeit. Ich hoffe, ihr habt die Folge dennoch genossen. Und vor allem möchte ich nochmal dazu aufrufen, bitte schreibt mir unten in die Kommentare ein Top-Thema, das wir dann nächste Woche behandeln können. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen. And don't forget, join the Legion.